Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem, ja, ihr ahnt es vielleicht, Überraschungsprojekt. Viele fragen sich jetzt, was? Der Kerl hat wieder Spellforce 1 an, warum das? Wir haben das doch schon abgeschlossen, ja? Ich habe mir gedacht, weil ihr unbedingt Spellforce wolltet, zumindest einige von euch, und ich noch nicht denke, dass es bereit ist für Spellforce 2, und wir auch noch eine Sache hier offen haben, dass ich doch mal Spellforce noch einmal auskramen könnte. Und ich habe auch ziemlich Lust darauf. Und es ist ja so, dass die Geschichte eines bestimmten großen Spellforce-Helden noch nicht erzählt wurde. Und jetzt ist es an meiner, dies zu tun. Wir spielen den freien Spielmodus in einer ganz besonderen Variation. Ich nenne das Ganze Spellforce. Die Court Adventures. Die Court Chroniken, wenn ihr so wollt. Es ist leider Gottes kein offizielles Spellforce-Add-on von Phenomic, sondern von mir, Waldes 348. Und was können wir da besseres tun, als die gleiche Visage zu nehmen, die uns auch schon so einfältig grinsend in Spellforce 1 zur Seite gestanden hat. Cord, es ist an der Zeit, deine Geschichte zu erzählen. Wie ist dieser einst große Held zu diesem verweichlichten Waschlappen geworden, der... Okay, ich nehme alles zurück. Es tut mir leid, Cord. Ich sollte den Zorn eines Gottes nicht leichtfertig erregen. Okay, wie ist aus einem weniger imposanten... wie ist aus einem Held eine weniger imposante Erscheinung geworden? Nun gut, wir werden die Geschichte erzählen, Cord. Ich freue mich auch schon darüber, darauf und sowieso und darunter auch. Cord ist... Wir haben es gesehen in Spellforce 1, ein Krieger. Er ist ein schwerer Kriegskünstler und das werde ich auch nicht ändern. Wir behalten das einfach mal bei. Ich weiß nicht, was wir nachher noch dazu mischen, aber ich hatte in Spellforce... In keinem der Spellforce-Spiele, glaube ich, einen reinen Krieger. Ich hatte einen Magier-Fernkämpfer. Ich hatte einen Nahkampf-Magier. Aber ich hatte noch keinen richtigen Krieger und ich hatte auch noch keinen richtigen Magier. Aber Cord ist ja eigentlich eher der Krieger. Gut, wir werden natürlich einige Punkte auf die Stärke und die Ausdauer verteilen, wie es für schwere Kriegskünstler eigentlich üblich ist. Wir nehmen mal 12 pro. Und dann können wir eigentlich noch Geschicklichkeit. Geschicklichkeit ist auch nicht ganz verkehrt, weil wir dann eine höhere Chance haben, die Gegner zu treffen. Ja, der freie Spielmodus ist ganz interessant. Wir werden einen Charakter von 1 bis 50 hochleveln. Wir werden also Cords Aufstieg von einem... Beinahe hätte ich es wieder getan. Von einem... weniger imposanten Helden zu einem großen Helden erleben. Und wir werden dabei ganz viele Gebiete bereisen, die wir schon eben aus den verschiedenen Kampagnen von Spellforce 1 kennen. Später gibt es dann eben auch noch ganz viele Karten, die wir nicht kennen. Und wir haben ganz oft die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir jetzt die Helden, die dunklen oder die hellen Rassen spielen wollen. Es gibt auch einige RPG-Maps, wo man eben dann nur den Helden steuert. Und es gibt dann eben auch einen Marktplatz, wo wir dann verschiedene Sachen einkaufen können. Und einen Quest Place, hier genannt. Das ist eben eine Karte, wo hin und wieder, je nachdem wie weit wir sind, welche Stufe wir sind, neue Questgeber auftauchen. Sodass wir auch im freien Spielmodus einige Quests haben, die uns dann eben durch die verschiedenen Level begleiten. Wir werden mal eine hohe Gegneranzahl nehmen. Ich weiß nicht, ob es sich das darauf auswirkt, wie viele Erfahrungspunkte wir kriegen. Es ist auch im Grunde völlig Wurst. Wir werden Stufe 50 allemal erreichen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich ein langes Let's Play. Lustigerweise, obwohl es ja nicht mal eine Kampagne ist. Also es ist der freie Spielmodus und der ist einfach noch offen. Und bevor ich zu Spellforce 2 übergehe, wollte ich das dann auch noch abschließen. Wir haben hier dann eben auf der Map auch ein paar... Händler, und wir können hier gucken, wir haben hier einen Questgeber, und das ist ganz interessant, das ist Schattenlied. Und Schattenlied ist ein wichtiger Charakter in Spellforce 2. Also ganz wichtig. Hier haben wir auch noch einen Questgeber, Toth'lar, und soweit ich weiß, ist das auch ein hochrangiger Offizier der Dunkelelfen. Hier haben wir ein paar Goblin-Viecher, die wir aber nicht beachten werden, ja. Nun gut, Cord startet sein großes Abenteuer. Bei diesem Questplace. Und wir sehen, er hat noch eine Hose an. Wie ist es also dazu gekommen, dass dieser textilvernarrte kleine Cord sich entschied, seine Hosen für immer abzulegen?
Wir werden es erfahren. In einem Land vor unserer Zeit. Das erscheint nicht passend. Es war einmal vor langer Zeit. Nein. Hin und zurück. Die Geschichte von Kord dem Hosenlosen. Nein, irgendwie auch nicht. Irgendwann in Berlin-Kreuzberg? Nein, auch nicht. Mir wird noch eine passende Einleitung einfallen. Okay, reden wir mit Schattenlied. Noahs Schatten behüte uns alle, Runenkrieger. Sie sieht etwas anders aus als in Spellforce 2. Das werdet ihr dann irgendwann später noch feststellen. Ein weiblicher Dunkelelf. Ein weiblicher Dunkelelf? Als Bardin bin ich frei und kann ziehen, wohin ich will. Ich lasse mich nicht einsperren wie die anderen Frauen meines Volkes. Eine Bardin der Norcain? Ihr seid wirklich ungewöhnlich. Und die lilanen Haare erst. Ich bin die Tochter von Kraik Unschalach. Mein Leben kann nur ungewöhnlich sein. Von meinem Vater habe ich den Respekt für euch Lichtbeter geerbt. Und ich habe Freunde unter euresgleichen auf meinen Reisen gewonnen. Sagt, kann ich euch bitten, einen dieser Freunde zu suchen? Ich kann diesen Ort nicht verlassen, ich muss auf jemanden warten. Okay. Nur zu. Eine meiner Gefährten, Tana Klingensang, wollte schon längst hier sein. Sie wollte über Larach reisen. Danach habe ich nichts mehr von ihr gehört. Wenn ihr mir helfen wollt, dann sucht Tana in Larach und gebt ihr diese Nachricht von mir. Ich hoffe, sie ist wohlauf. Soweit ich weiß, haben wir mit Tana Klingensang, der Name kommt mir sehr bekannt vor. Und ich meine fast, dass wir sie in irgendeiner der Kampagnen schon mal gesehen haben. War das nicht diese eine in Grauschattental? War das die nicht? War Tana Klingensang nicht im Grauschattental? Ich bin mir nicht ganz sicher. In dieser Feste von Urias könnte das gewesen sein. Ganz wichtiges Puzzlestück, sie ist die Tochter von Kraik Unschalach. Komischerweise kann sie den Namen ihres Vaters nicht richtig aussprechen. Muss ich also davon ausgehen, dass du eine Hochstaplerin bist? Nur die erste in einer Reihe von Enttäuschungen, die dazu führen wird, dass Kord für immer sein Beinkleid ablegen wird. Und so schritt er von dannen, wohlgemutes, in seinen mächtigen Moonboots, nein, die Wand von Isaac. Aber er hatte noch eine echte Wildleder-Kordhose. Wir haben jetzt hier auch im Questbuch natürlich das ewige Lied als eine unserer Hauptquests ausgewiesen. Bringt der Bardin Tana in Larach die Nachricht von Schattenlied. Ich glaube, Larach werden wir auch erst ganz spät bereisen. Das ist, glaube ich, irgendwie für Level 30er oder so. Bin mir nicht mehr sicher. Wir müssen gleich nochmal gucken. Wir kommen dann gleich wieder in den ganz normalen Bildschirm. Und dann werden wir uns das Ganze mal angucken. Ja, wie gesagt, ich habe wirklich große Lust auf Spellforce gehabt. Und da habe ich mir gedacht, fängst du mal den freien Spielmodus an. Ursprünglich war das als Let's Play Together geplant, aber Spinatpizza hat sehr wenig Zeit und in letzter Zeit sehen wir uns auch nicht wirklich und das kommt dann nicht in Frage und einen anderen habe ich nicht gefunden. Also spiele ich es jetzt alleine. Was soll's. Könnte es sein? Ich bin mir nicht sicher. Nein, du hast mich nicht im letzten Darkroom gesehen. Was starrt ihr mich so an, Norcane? Ihr seid ein Runenkrieger. Woran erkennst du das an meiner Frisur? Was wollt ihr? Sprecht! Ihr habt Kampfgeist, das gefällt mir. Ich habe eine Aufgabe für euch. Mein Vater, Nasjar, wurde vor vielen Jahren von den Lichtbetern gefangen. Sie schlugen seine Seele in Fesseln und begruben ihn. Okay. Seitdem liegt er lebendig begraben unter dem Fels. Ich versuche seit Jahren, ihn aus diesem Gefängnis zu befreien. Aber keiner meiner dunklen Brüder hilft mir. Vielleicht aus gutem Grund. Ihr könntet das mit euren Runenkräften erreichen. Ich traue ihm nicht. Lebendig begraben? Lichtbeter sollen das getan haben? Meines Vaters Macht reicht bis weit hinter den Tod. Aber in den Bann geschlagen und unter der Erde verscharrt, dort hilft ihm diese Macht nichts. Das war das Ziel der Lichtkriecher. Aber er leidet wie jedes andere Wesen auch. Rettet meinen Vater, Runenkrieger. Nehmt diesen Schlüssel. Er öffnet das Grab. Ihr findet es in Tirganach. In Tirganach? Nur zur Erinnerung, das war die Hauptstadt der Eiselfen. Wir haben Tirganach in der BOW-Kampagne bereist. Wenn die Eiselfen von Tirganach ihn unter ihrer Stadt eingesperrt haben, dann wird das seine guten Gründe haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut. Wie kommt es eigentlich, dass komischerweise nur Dunkelelfen mir gerade Quests anbieten?
Naja, egal, ignorieren wir das Ganze. Ja, ansonsten ist eigentlich alles wie gehabt. Wir haben natürlich die Anfangspläne. Wir werden nachher spätere Pläne wieder dazu kriegen, je weiter wir in der Stufe aufsteigen. Und wir spielen das Spiel jetzt eigentlich von der Pike auf. Wieder von vorne. 1 bis 50, ganz frisch. Ich weiß nicht, wie viele Videos das in Anspruch nehmen wird. Wir haben ja diese ganze Spanne von 1 bis 50 in keinem einzigen Let's Play jemals vollzogen. Wir haben das in zwei getrennten Let's Plays gemacht. The Order of Dawn ging ja 1 bis 30, BOW auch, und dann von 30 bis 50 war dann eben Shadow of the Phoenix, aber nie von 1 bis 50 durch. Gut, jetzt haben wir die Möglichkeit, eben die Lichtseite oder die dunkle Seite zu nehmen. Die Karte ist die gleiche, wie ihr seht. Wir gehen mal runter. Larrach, genau, Larrach, Tögernacht, die kommen also erst ab 30. Ich weiß nicht, ob wir vorher noch Quests kriegen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir leveln. Gut, ich werde mich diesmal für die dunklen Rassen entscheiden. Und nehme da gleich mal die Dunkelelfen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir nur die Dunkelelfen spielen können auf dieser Map. Soweit ich weiß, starten die verschiedenen Rassen dann eben nur an einer anderen Stelle. Aber es gibt eben trotzdem die Möglichkeit, auch die anderen dunklen Rassen zu spielen. Das ist jetzt lustig. Krieger Kord, okay. Das einzige Let's Play, in dem Kord mit sich selbst spielen kann. Ich bin unwürdig. Ja, Stein. Ich gehorche, Meister. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Wie geht das Spiel? Oh mein Gott, welche Mächte werden hier beschworen? Unverzüglich. Kord, ich bin ein Ich aus der Zukunft. Ja, verscheißern kann ich mich auch. Mein Gott, warum siehst du so nackt aus? Genau, was ist mit meinen teuren Jeans? Wo sind meine, Leggings und meine, Ohne ruft? Stretchhosen und all das. Und meine Röhrenjeans, wo sind sie abgeblieben? Kord, hör mir genau zu. Großes Unheil wird über deine Lenden hereinbrechen. Ich muss dich warnen. Nein, nicht meine Lenden! Schweig! Kord nahm diese erste Warnung natürlich nicht für voll. Und so sollte es geschehen, dass er in der nahen Zukunft schon mitten in sein Verderben laufen sollte. Meister! Naja. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, wenn das nächste große Unheil droht, geht niemals ohne Hosen hinein. Denkt an meine Worte. Habt Geduld, Meister. Und so beginnt es von neuem. Spellforce. Ein wirklich fantastisches Spiel. Ich habe mich noch gar nicht darum gekümmert zu gucken, ob es schon Neuigkeiten zu Spellforce 3 gibt, was ja jetzt in Entwicklung sein soll. Nordic Games kümmert sich darum. Ich weiß nicht, wie euphorisch ich sein soll. Habe ich Grund dazu, euphorisch zu sein? Meister, das Gebäude ist fertig. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass natürlich sofort. Demons of the Past jetzt kein so schlechtes Add-on zu sein scheint. Ich habe weder Faith in Destiny noch Demons of the Past gespielt, weil ich das dann sofort aufnehmen möchte, wenn ich es spiele. Und ich kann also dazu nicht wirklich viel sagen. Ich bin aber schon sehr gespannt, muss ich sagen. Demons of the Past, wie gesagt, soll gar nicht so schlecht sein. Faith in Destiny, voll verkorkst, aber gut. Wie kann ich dienen? Das war auch dann irgendwie klar. Die Mine. Sie bauen eine Mine! Oh. Ich habe Vorsicht, Gegner. Vergessen, dass der auf Stufe 3 ist, aber Kord. Vorsicht, Gegner! Mit seiner gewaltigen Macht sollte keine Probleme damit haben. Ich bin haben wir hier sonst noch irgendwelche Rohstoffquellen? Wie sieht's aus mit einer weiteren Steinquelle? Hier nicht, aber glaube ich hier drüben. Ja. Hier haben wir zum Beispiel das Trollmonument, also da wären wir im Grunde nur minimal anders gestartet. Diese Spinne erledige ich auch gleich mal. Kriege ich da Erfahrungspunkte? Jo. 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 Meister? Was verlangt ihr noch? Naja, dann baut ihr einfach nochmal hier ein bisschen Eisen ab. Habt Geduld, Meister.
Als Dunkelelf kann man nie genug Eisen haben. Wie kann ich dienen? Alles, was ihr wünscht. Und ihr kümmert euch jetzt erstmal um mein kleines Haupthaus. Verstanden. Ist das nicht schön, Speeders Welfare zu spielen? Man fühlt sich an diese ganzen Abläufe irgendwie... Man fühlt sich sofort heimisch, finde ich.